So, Altblechschrauber, da sind wir wieder. Ich gebe euch jetzt im letzten Teil einfach mal so ein kleines Resümee, was ich gemacht habe aus den verschiedenen Zusammenschnitten der Videos, die ich eigentlich tagtäglich hochladen wollte. Aus verschiedenen Gründen habe ich einen Abstand davon genommen. Wenn also die Anmoderation jetzt ein bisschen komisch sein sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich betrunken bin oder verwirrt. Also betrunken schon durch Bremsenreinigerdämpfe. Aber in dem Fall ist es so, dass es eigentlich so geplant war, dass ich jeden Abend oder jeden Arbeitsschritt einzelnes Video verfasse und ich habe dann aus verschiedenen Gründen Abstand davon genommen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen schon mal jetzt. Wenn es euch nicht gefällt, schaut es euch bitte nicht an. Viel Spaß beim Zuschauen. Servus Altblechschrauber. Heute in diesem kurzen Video bauen wir die Kolben probeweise in den Motor ein und zwar noch nicht endgültig, denn ich muss den Kolbenüberstand ganz gerne gemessen haben, damit ich die Zylinderkopfdichtung bestellen kann. Das solltet ihr natürlich nur dann machen, wenn ihr wisst, dass eure Lager und so weiter in Ordnung sind, denn sonst vermesst ihr euch und das ganze Ding macht bam und ist kaputt, wenn es warm ist. Ich weiß, dass die Lagerschalen in Ordnung sind, die sind zwar nicht mehr schön, die kommen auch neu, ich habe die allerdings noch nicht und ich hätte es ganz gerne jetzt schon mal soweit fertig. Was brauchen wir, um die Kolben einzubauen? Natürlich die Kolben, das ist soweit klar. Wir brauchen dann hier so ein olles Kolbenspannband, ein Hämmerchen, ein bisschen Öl und so weiter und so fort. Und dann brauchen wir ein Gerät zum Kolbenüberstand messen, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber wir fangen jetzt erstmal an damit, dass wir die Kolben da reinprügeln. Eine Besonderheit beim TDV6 ist natürlich, dass ihr nummerierte Pleuel habt. Ich werfe jetzt einfach mal hier auf meine Matte. Und zwar sieht man hier an der Seite immer eine Nummer. Das ist die dicke Seite, die bauchige. Da steht in dem Fall die Nummer 1 drauf. Jetzt gucken wir uns einfach mal unseren schönen Plan hier an und sehen, dass die Nummer 1 vorne rechts ist. Also hier, den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich nehme gleich einen anderen Kolben, aber die sind zugeordnet. Das Weitere ist, dass ihr auf den Kolben selbst Pfeiler habt, die immer zur Front zeigen müssen. Das ist auch noch zu beachten. Ansonsten gibt es ja den vielverbreiteten Irrglauben, dass hier diese ollen Ringe immer so und so und so und so Winkel stehen müssen. Das Ziel mit diesen Ringen ist natürlich folgendes, die bewegen sich, genau wie Ventile im Betrieb. Also egal wie ihr die jetzt einstellt, nach der ersten 10 Umdrehungen sind die eh wieder ganz woanders, von daher könnt ihr das vergessen. Ich mache das jetzt mal so, alle still vor mich hin und dann gucken wir uns das gleich mal an, wenn wir es drin haben, wie wir den Kolbenüberstand messen. Dann ist das noch so eine kleine Sache für sich und das müsst ihr nur beim Dieselmotor machen. Aber das zeigen wir euch dann. Ich baue die erstmal ein. Bis gleich. Wie ihr seht, sind die Kolben jetzt drin. Ich zeige euch jetzt mal, wie man da also den Kolbenüberstand misst. Das Ganze ist eigentlich denkbar einfach. Man braucht natürlich ein entsprechendes Messinstrument dafür. So eine Uhr. Möglichst genau und hochwertig. Also kein billiger China-Dreck, sondern am besten irgendwas Gutes. Und dann braucht man ein entsprechendes Werkzeug. Es gibt verschiedene dafür, wo man das also einspannen kann. Zum einen eine Brücke, zum anderen so ein Ding zum Auflegen. Die Brücke ist ein bisschen besser, kostet aber wesentlich mehr. Das ist jetzt von der Firma MS Motorenservice bezogen über Kolbenschmidt. Und ihr geht dann her und findet im Prinzip seitlich hier den OT. Vorher stellt ihr die Uhr so ein, dass wenn die auf dem Block, auf der Blockfläche aufliegt, auf der Blockfläche 0 anzeigt, findet den höchsten Punkt am OT des jeweiligen Zylinders und messt dann, was wir da haben. Wir haben hier also 0,67 mm Kolbenüberstand auf der Seite. Und auf der Seite haben wir 0,68. So, das kann man dann hier also aufschreiben. So, 0,68, das höchste zählt in dem Fall. Ihr geht dann her, guckt in die Liste rein für die Zylinderkopfdichtung. Da steht dann drauf, beispielsweise zwei Kerben 0,65 bis 0,8. Und schaut dann zu, dass ihr also da den entsprechenden Bereich auswählt. Und das Ganze war's schon. So einfach ist das. Wie immer zählt hier, gebt euch Mühe. Das Thema ist nämlich, wenn die Zylinderkopfdichtung nicht passt
zu groß ist, ist es jetzt nicht weiter schlimm, damit wird der Motor erstmal laufen. Es war nicht gut, aber er wird laufen. Mit zu eng kommt es darauf an, wie viel es zu eng ist. Wenn es gerade ebenso zu eng ist, mag der Motor sich noch wunderbar drehen lassen und auch laufen. Wenn der heiß ist und sich alles ausgedehnt hat, kloppt allerdings die Kolbenkrone gegen den Kopf, was, naja, erfahrungsgemäß nicht ganz so gut ist, denn ne, wir wissen, wie es dem Motor sowieso schon vom Werk aus alleine ohne solche Stunts geht. Ja, und wenn die überhaupt nicht passt, dann macht es beim Drehen Wumms und fertig. Dann habt ihr Glück gehabt, habt es noch gemerkt. Wenn nicht, nicht. Ne? Also, das haben wir. Ich kann jetzt also die Kopfdichtung bestellen. Dann werde ich das Ganze nochmal zur Vorsicht nochmal vermessen. Ja, man kann ja nie vorsichtig genug sein. Und dann bauen wir den Burschen weiter zusammen. Und natürlich seid ihr auch bei diesem Mal dabei. Jo, Altblechschrauber, es ist wieder ein paar Tage später. In der Zwischenzeit ist ein Paket aus England und Amerika gekommen. Amerika, die Schrauben für die Lager, Brücken, Böcke, wie auch immer man sie nennen will. Und aus England King Lager Schalen für die Kurbelwelle, fürs Pleuel, diverse Dichtringe und unter anderem auch die Conrod Schrauben. Wir werden jetzt also hergehen und im Prinzip den Motor wieder komplett zerlegen. Das heißt, die Kurbelwelle raus, die Kolben bleiben natürlich drin. Denn das macht keinen Sinn, jetzt rauszuholen. Dann entsprechend den Motor neu lagern und dann anschließend nochmal den Kolbenüberstand zur Sicherheit messen. Ich habe vorsichtshalber Zylinderkopfdichtung in der passenden Größe, eine drunter und eine drüber geordert. Wir werden dann gleich mal sehen, ob das, was ich gemessen habe, immer noch stimmt. Davon gehe ich einfach mal aus. Und im nächsten Schritt werden wir dann, wenn die Zylinderkopfdichtung endlich mal auftauchen, den Motor soweit komplettieren, dass wir also hinten den Simmerring installieren können, vorne die Ölpumpe, Injektoren und so weiter und so fort. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass die Kurbelwelle im Prinzip neu gelagert wird. Und das sehen wir jetzt gleich, wenn es soweit ist. Ich denke, ihr wisst, wie sowas funktioniert, aber so ein Step by Step zeige ich euch trotzdem. Wichtiger Augenblick, also ihr seht, ich habe die neuen Lagerschalen King sind in dem Fall eingelegt, ausgerichtet. Ich kontrolliere es nochmal eben, dass die wirklich richtig mittig sitzen und auch gerade in den Lagerdingern richtig ausgerichtet. So. Geölt sind sie mit Motoröl. Man kann da lieber zu viel als zu wenig nehmen. Man kann natürlich auch Assembly Loop oder irgendwas nehmen. Jetzt heben wir die Kurbelwelle rein. Ich habe die Lagerstellen der Kurbelwelle bereits gesäubert. Die werden wir jetzt vorsichtig reinsetzen. Dann werden wir die Böcke langsam und vorsichtig reinsetzen. Das ist eine heikle Sache. Wichtig ist auch dazu beachten, dass die Lagerschalen sich wirklich gegenüberstehen. Ja, also im Prinzip in der Brücke und in der Lagerstelle sich gegenüberstehen. Weil sonst gibt es da schiefe Belastung. Idealerweise macht man solche heiklen Sachen auch zu zweit, ohne dass die Kamera läuft. Aber ihr wollt ja Content haben von mir. So. Die Welle ist drin. Jetzt kriegt die nochmal ordentlich Öl. Ich drehe die erstmal ein kleines bisschen so, dass die Ablauf-Schmierbohrungen nicht alle so offen sind, damit das Öl auch wirklich in die Lagerstelle kommt. Ich benetze jetzt die Oberfläche komplett mit Öl. Wie gesagt, vorher habe ich sie abgeputzt mit einem fusselfreien Chop-Rack. Bei solchen Geschichten lohnt es sich lieber zu viel als zu wenig Öl. Der Werkstattboden verträgt das wohl, wenn es da reinläuft. Wenn es in den Motor nicht reinläuft, das verträgt ja eher weniger. Und wir alle wissen ja, wie empfindlich das Scheißteil ist. Ich werde jetzt nach und nach die Lagerbrücken da reinsetzen. Eine Sache, die es noch zu beachten gilt, ich breche das jetzt gleich ab. Ich zeige euch das also nicht alles Stück für Stück, weil ich mich konzentrieren muss. Aber eine Sache, die es zu beachten gilt: Wenn ihr die Lagerbrücken aufgesetzt habt, wird sich die Kurbelwelle erst nicht mehr drehen lassen oder sehr, sehr schwer. Ich würde die auch nicht drehen bis zum endgültigen Erreichen des Anzugsmomentes der Schaum, weil die Lagerstellen erst dann richtig sitzen, wenn die also richtig festgeklemmt sind.
und sich dann im Prinzip auch erst das Lagerspiel richtig einstellt. Wenn ihr das nur so halbherzig macht, das heißt Drehwinkel weglasst oder gebrauchte Schrauben, ist die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es da also zum Verschleiß kommt, während ihr das so dreht, weil dann natürlich die, Kurbelwelle halt entsprechend viel Kontakt zu den Lagerstellen an bestimmten Punkten habt. Eine Sache noch, wenn ihr also feststellt, dass bis zu einem gewissen Grad die Lagerschale jetzt nicht richtig, richtig drin sitzt, ist das nicht weiter schlimm. Beim Aufsetzen der Böcke schiebt sich das Ganze auch zurecht. Ich rede jetzt nicht von so, sondern von so. Ne? Ansonsten kann man nochmal vorsichtig hingehen, Welle nochmal rausnehmen und nochmal nachrichten. Nehmt euch Zeit, ihr könnt lieber zu viel Zeit dafür verbrauchen anstelle zu wenig, denn zu wenig ist meistens dann Todesurteil bzw. Lagerschaden. Das braucht nun wirklich keiner. Ich beende die Aufnahme jetzt hier, mach das in Ruhe und dann sehen wir uns gleich, wenn das alles montiert ist, wieder. Zum Thema gebrauchte Schrauben wiederverwenden möchte ich einfach mal eine Sache zeigen. Ich habe jetzt hier zwei neue Schrauben und zwei gebrauchte Schrauben des Lagergestühls hier. Ich zeige euch das mal in die Kamera. Seht ihr das? Die passen einander. Die neuen. Die gebrauchten passen auch ineinander. Aber eine neue und eine gebrauchte Schraube passen beim besten Willen nicht mehr ineinander. So, das ist eine einmal gebrauchte Schraube. Das ist also nicht die, die da gerade drin war. Die müsst ihr wirklich erneuern. Das sind den Schrauben, das gleiche mit Zylinderkopfschrauben, die sind nur einmal zu gebrauchen und danach sind die leider nur mal im Arsch. Anders sieht es aus mit den Schrauben hier an der Seite. Die haben zwar auch einen Drehwinkel, aber da ist das Problem, die gibt es halt nicht mehr. Und somit müsst ihr die leider wieder verwenden. Und ich glaube auch, dass die wieder verwendet werden müssen, neu gemacht werden sollten, weil da ein Dichtring dran ist. Scheißegal, wie ihr es dreht und wendet, es gibt die Schrauben nicht mehr aktuell. Also Ford sagt, die sind entfallen. So, da haben wir keine andere Möglichkeit. Ich schraube den Scheiß jetzt zusammen. Und dann zeige ich euch, wie sich so eine Kurbelwelle drehen muss. Ich werde sie jetzt nicht drehen, weil sie noch nicht festgeschraubt ist. Da ist er wieder. Ein bisschen außer Atem. Das war echt anstrengend. Also, die Dinger kriegen 60 Newton zum Vorspann, 145 plus minus 14 zum Festziehen und 90 Grad plus minus 20 Grad zum Dehnen. Wie man sieht, ich kann also mit dem kleinen Finger hier agieren. Das ist wichtig. Wir haben jetzt noch keinen Losbrechmoment. Wenn die Welle jetzt beispielsweise über Nacht steht, der Ölfilm also im Prinzip sich verdünnisiert, die Welle auf dem Metall ruht, dann gibt es das sogenannte Losbrechmoment, wenn der Anlasser reinkickt, die Kraft, die es braucht, um die Welle also anzudrehen. Wenn ihr das fühlen wollt, wenn ihr ganz langsam die Welle vorsichtig dreht, dann gibt es erst so einen kleinen Hügel im Drehmoment und dann plötzlich kann man sie leicht drehen. Das ist das Losbrechmoment. Und die Kraft, mit der die Lager im Prinzip in die Sitze gedrückt werden, muss das aushalten können. Und wir reden jetzt ja nicht von, ich drehe mal mit einer halben Umdrehung pro Minute, sondern wir reden ja von 450 Umdrehungen mit dem Anlasser oder natürlich, sobald die Karre läuft, auch entsprechend mehr. Wie ihr seht oder vielleicht auch nicht seht, boah, ich werde langsam echt, ich sollte mal ein paar Kilo abnehmen, dann wird das alles ein bisschen leichter und nicht so viel Scheiße fressen. Wie ihr seht, habe ich die Kolben doch ausgebaut. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich dann die Welle viel leichter drehen kann und auch ein besseres Gefühl habe. Ich werde jetzt also wieder die Kolben nacheinander reinkloppen in die Karre, in die Kiste. Vorher aber noch die seitlichen Schrauben reindrehen und die natürlich auch mit neuen Lagern versehen. Die habe ich auch von King. Lagerstellen wieder putzen, ölen. Und dann haben wir den Scheiß soweit durch und dann messen wir nochmal den Kolbenüberstand zur Kontrolle. Mit den installierten Kolben, die sind jetzt alle wieder drin, geht es jetzt daran, die Pleuellagerkappen anzuziehen.
Ich habe mich nur umgezogen, es war noch derselbe Tag. Ich bin nämlich nur als Surf, ihr seht wahrscheinlich. Die Dinger kriegen 20 Newton plus zweimal 45 Grad. Das heißt nicht 45 Grad, 45 Grad, sondern 45 Grad, 45 Grad, 45 Grad, 45 Grad. Also immer abwechselnd. Und dann sind die fest. Ich empfehle euch, macht nicht denselben Fehler, wie ich schon mal gemacht habe. Markiert euch, nachdem ihr fertig seid mit dem Ding, hier als Kreuz ein Strich angezogen, zweiter Strich Drehwinkel. Und wenn du die nämlich zweimal ziehst, angeblich können die das ab, dass man die bis zu fünfmal wiederverwendet. Habe ich irgendwo gelesen, aber Schrauben, die auf Drehwinkel angezogen sind, sind ja plastisch. Das heißt, die sind springy in diesem Bereich. Und sorgt also dafür, um beispielsweise Wärmeverzug und so weiter auszugleichen. Und dass das ganze Ding also wie eine Feder im Prinzip zusammengezogen wird und nicht einfach nur starr zusammen ist. Das Ganze setzt sich natürlich mit dem Betrieb, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass wenn man in diesem elastischen Bereich oder plastisch oder wie auch immer man das jetzt nennen will, ist, zieht sich das Ganze natürlich auseinander. Und dieser Prozess lässt sich nicht wieder 100%ig rückgängig machen. Ich habe es ja gerade schon bei den Schrauben für die Stühle gezeigt. Das wird nichts. Ne? Also die ziehen sich und die bleiben so. Und wenn es dann dumm läuft, geben sie nach und kanack, das war's mit eurem Motor. So, 20 Newton. Übrigens plus minus 5 Grad, ne? Scheiße, wann ist das 45? Ah, knapp, ne? Und maximal 60 übrigens, hat Chris schon mir erzählt. Weiß nicht, ob das stimmt. Ich mach's lieber nach Handbuch. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, seht ihr an der Seite die Fuge nicht mehr, nachdem ihr den Schmutz untergewischt habt, wo die Pleuel gecrackt sind. Wie hier in diesem Fall. Somit gut, wir drehen weiter. Diesen Kollegen hier, was auch immer. Okay, wieder. 20 Newton. Das ist nur zur Kontrolle. Ich habe nämlich gerade den anderen Schlüssel schon angezogen. Das sind 9. Ja. So, maximal Dingens 60 Newton. Ich glaube da nicht so ganz dran. Die kriegen trotzdem 45 Grad, weil hier steht nämlich 45 plus 45. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. So. So. Bevor mir da was passiert und ich hinterher wieder Pleuel aus dem Motor rausgucken habe. Das wäre blöde. Auch hier, Kontrolle. Jo. Ein Strich. 45. 45. 45. 45. So, das Ganze machen wir jetzt so weiter, bis wir fertig sind. Und dann sehen wir uns wieder. Es ist wieder ein Tag später. Ich habe jetzt die Zylinderkolbenüberstände nochmal gemessen. Und natürlich, weil das ein echter Kanal ist und kein Clicky Bunti Bing Bing und Super Musik und Autodoktoren-Kanal, muss man auch zu Fehlern stehen. Es ist so, dass ich ursprünglich gemessen habe mit den alten Lagern einen Kolbenüberstand von bis zu 0,7. Das heißt, es würde knapp einer 5-Loch-Dichtung entsprechen. Ich habe dann vorsichtshalber 5 und 4 Loch bestellt. Jetzt stellt sich raus, ich bin also
im Maximal bei 0,64 und das auch ziemlich gleich. Also auf Zylinder 1 haben wir einen maximalen Überstand von 0,6, 2 0,64, 3 0,64, 4 0,61, 5 0,64 und 6 0,64. Warum gebe ich das nur in zwei Stellen nach dem Komma an? Die Dichtung mit dem Dreiloch geht bis 0,655. Also sind wir da auf der sicheren Seite. Somit baue ich zweimal eine Dreilochdichtung. Da scheinbar auch tatsächlich der Standard wohl zu sein. 4 und 5 nicht so. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt eine passende bestellen kann und da entsprechend schnell weiterarbeiten kann. Zum Thema Weiterarbeiten. Wir gehen jetzt also folgendermaßen vor. Ich montiere jetzt schon mal die Ölpumpe. Hinten das Rear Main Seal, weil dann kann ich den Motor erstmal 4 Stunden nicht drehen. So wie die Wasserpumpe, das sind alles Sachen, die kann ich hier schön im Ständer machen. Dann gehen wir hin und kleben die Ölwanne wahrscheinlich schon auf. Müssen wir auch mal schauen, wie weit es da kommt. Aber das machen wir alles Schritt für Schritt. Und ich erzähle euch dann, was ich gemacht habe, wenn es soweit ist, in einem separaten Cut. Nochmal ein kurzer Nachtrag. Ich bin jetzt gerade hier meine Zettelwirtschaft mal durchgegangen und habe noch einen Zettel entdeckt, den ich mir ausgedruckt habe, wo ich mich ein bisschen korrigieren muss. Die Dreilochdichtung geht von 0,641 bis 0,691 laut Handbuch F150. Laut Elring geht die bis 0,655. Wie es sei, wir bleiben so oder so bei einer Dreiloch, Dreikerben, Dreischlitz, Zahn, was auch immer Dichtung laut dem Elring-Katalog. Da ich eine Elring-Dichtung bestelle, ist das das Einzige, was da für mich zählt. Somit nehmen wir die. Das war's. Ach so, ein Wort noch zur Ölpumpe, zur Wasserpumpe. Es gibt ja wie immer verschiedene Anbieter und bei Dapato kriegt man natürlich von bis immer günstig. Ob das nun gut ist, weiß ich nicht. Ich habe mich hier jetzt für eine INA-Pumpe entschieden, vorher hatte ich eine SKF-Pumpe. Der Unterschied zwischen diesen beiden Pumpen ist, dass bei der SKF-Pumpe, die sicherlich auch nicht unbedingt schlecht sein muss, der Impeller aus Blech ist. Und bei der INA ist es ein Gussteil aus Metall, also nicht Plastik, ihr hört es, es kratzt, sondern Metall. Und wie ich finde, sieht das ein bisschen angenehmer aus. Hier, das Teil ist auch ein bisschen, ich sag mal, strömungsförmiger. Und die Zähne sind ein bisschen anders ausgeführt, nämlich gebogen und nicht einfach blechen gerade. Ich baue also diese hier ein, kostet 2 Euro mehr. Sollte es euch normalerweise wert sein. Wichtig ist auch hier mal wieder zu beachten, hoppala, Kamera verstellt. Das INA-Logo ist nur eingelasert, nicht gegossen und so weiter. Da sagt natürlich alles darüber aus, wo diese Pumpen herkommen. Die werden wahrscheinlich alle von irgendeinem Band aus China fallen und dann entsprechend für INA mit INA gelasert werden, für Land Rover mit Land Rover. Für was auch immer, mit was auch immer. Für, ich weiß es nicht. Jedenfalls für jede Marke wird da ein eigenes Laser reingelasert. Das ist keineswegs eine Pumpe, die direkt von INA gefertigt wurde. Das dazu. So, da sind wir wieder. Mit den passenden Dichtungen. Jetzt werden wir also die Zylinderköpfe montieren. Es ist Abend. Mal gucken, wie weit wir kommen werden. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall, denke ich, schon mal die Köpfe drauf machen. Ich werde also so vorgehen, dass ich erst die Köpfe komplett montiere auf dem Motor. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen weiter gemacht. Ich habe vorne die Wasserpumpe drin, ein paar Spannrollen, den Ölkühler, die Hochdruckpumpe und diese ganze Scheiße, die ist alles montiert, soweit es schon mal geht. Damit wir also schön schnell weiterarbeiten können. Und ich habe hier ein bisschen Leerlauf gehabt in der Zwischenzeit. Somit machen wir jetzt also weiter. Es ist eine Dreilochdichtung geworden, die da jetzt drauf geht. Und wir haben natürlich auch neue Hydrostößel und so weiter, die wir dann montieren werden im Nachgang. Aber erstmal machen wir so, dass wir den Motor dicht kriegen. Schon mal gucken können, ob ich mich mit dem Kolbenüberstand vielleicht doch hoffentlich nicht vermessen habe. Zur Not habe ich noch 4 und 5 Zahndichtungen über. Ich bin nämlich, was das angeht, immer so ein bisschen... Denn wir haben ja hier den Slack, also hier die Kolbenkippelgeschichte. Und das könnte ich mir so ein bisschen den Chaos machen, aber ich habe auf der Mittellinie gemessen, so wie es vorgeschrieben ist, und da geht es. Was ich noch nicht so ganz begreife, der Kolben kippelt ja hin und her. Warum kippelt der nicht höher, sodass die Kanten gegen den Kopf stoßen? Aber das könnte sicher damit was zu tun haben, dass Kompression, da es wie auch immer jedenfalls drei Löcher sind, ist übrigens auch die meistverbauteste Dichtung und die bauen wir hier auch ein. Ich hoffe, ihr seht meine Fresse, wenn nicht, das wird nicht weiter schlimm, ihr habt mich gehört. Ja,
und wir sehen uns dann, wenn wir schon mal so ein bisschen weiter montiert haben. Jo, der Kopf ist drauf, wie ihr gesehen habt. Das ist alles kein Hexenwerk, das Ding muss natürlich vorher von oben und unten gründlich sauber gemacht werden. Der Kopf sieht natürlich aus wie neu, die Blockplanfläche entsprechend auch. Neue Schrauben sind, denke ich mal, auch selbsterklärend. Die haben ein spezielles Anzugsdrehmoment und eine spezielle Anzugsreihenfolge, die ist bei Elring immer mitgeliefert. 20, 40, 80 und 100, also 20, 40, 80 Newton und 180 Grad Drehwinkel in der Reihenfolge, wie es also auf dem Zettel steht. Wenn das passiert ist, ist die ganze Scheiße fertig. Ihr müsst also nicht wieder losdrehen oder festdrehen oder Heißlauf, Kaltlauf wie bei anderen Dieseln und Schrottkarren. Traktoren, Mülltonnen, ich weiß es nicht, es gibt ja da tausend Möglichkeiten. Das Einzige, was ihr braucht, ist also auch kein beschissener VW Potsy Drive oder Pentanloop oder ich weiß gar nicht mehr, wie die Scheiße alle heißt, sondern im Prinzip nur ein 18er, ein bisschen Werkzeug und fertig. Wir fangen natürlich nicht direkt mit 20 Newtonmeter an, sondern legen das Ganze erstmal auf natürlich, drehen die Schrauben alle schon mal handfest an, 20 Newtonmeter von Hand kriegt ihr nicht hin. Und da besteht da also keine Gefahr, ihr müsst es auch nicht in der Reihenfolge machen, aber Hauptsache, dass das Ding schon mal so ein bisschen liegt. Die Schrauben sind bei Reins vom Werk aus vorgeölt, bei anderen glaube ich auch. Ihr dürft diese Schrauben auf keinen Fall wiederverwenden, das Thema hatten wir ja schon mit den Lagerstuhlschrauben. Denn das sind Dehnschrauben und diese Dehnschrauben ist kein, es könnte passieren, sondern es ist tatsächlich, es passiert. Und das Ganze hat natürlich auch einen Grund. Und zwar um die Elastizität. Und ich bin ein Idiot, habe ich gerade gesehen, weil ich vergessen habe, die Glühketten einzudrehen. Elastizität da gegeben sein muss, um also sicherzustellen, dass das ganze Ding wirklich vernünftig fest ist. Wenn ihr das jetzt alles so ein bisschen angezogen habt, dann könnt ihr hergehen und dreht den Motor vielleicht nochmal durch. Das mache ich zumindest jetzt, damit ich also hören kann, ob es irgendwo anschlägt. Das tut es nicht und es zischt aus den Injektorenöffnungen. Das passt. Somit kriegt die Gurke von mir jetzt schon mal die 20 Newton verpasst. So, 20. In der speziellen Reihenfolge. Das ist mal schön hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann gehen wir weiter auf das doppelte Drehmoment auf 40 Newton, wieder die gleiche Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann erhöhen wir auf 80 Newton. Wieder in der gleichen Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sowie 8. Jetzt wird es speziell. 180 Grad. Das müssen wir gleich einmal rückwärts üben. Das kriegen wir mit dem Knebel nicht hin. Ja, da brauchen wir eine Verlängerung für und im Idealfall muss das Ganze in einem Rutsch abfolgen. Das heißt von oben nach unten. Das war schon mal scheiße. Ja.
1. Ich kriege die Idee. Ich mache das jetzt weiter. Das ist ultra anstrengend und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Köpfe sind drauf. Hydros sind drin, neue natürlich, wenn man die Dinger schon in der Hand hat. Die Rocker sind drin. Es scheitert jetzt daran, dass ich also gerade die Nockenwellen, die jetzt hier noch so schön auf dem Boden liegen, nicht einbauen kann, weil hinten die Mitnehmerscheibe fehlt und die fehlt, weil ich den Kran, den Scheiß gerade nicht hier vom Ständer kriege. Ja, somit ist es jetzt erstmal Feierabend. Dazu brauche ich einen zweiten Mann, der kommt hoffentlich morgen und hilft mir. Und dann kann hinten das Schwungrad drauf oder der Mitnehmerscheibe, dann kann ich den Motor einstellen. Vorne die Schraube vor allem erstmal richtig festballern. Kann ich den Motor einstellen. Dann kann ich hier den Scheiß hier montieren, hier diese, ne? Und ja, dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, dass wir den Motor so eingestellt kriegen, dass das ganze Ding nicht in der Luft geht. Prinzipiell ist es so, man kann ja eigentlich theoretisch könnte ich die Nockenwellen jetzt schon montieren. Man muss halt beim Drehen ein bisschen aufpassen, dass man erst die beiden Köpfe auf OT stellt, während die Zylinder alle irgendwo, die Kolben irgendwo dazwischen stehen. Vielleicht mache ich das auch jetzt schon. Das überlege ich mir gleich in Ruhe. Das ist eine Arbeit, die ist besser in Ruhe als in Eile gemacht. Das ist die Position, wo wir aufgehört haben. Leider ist das Video ein bisschen abhanden gekommen, deswegen als Voice-Over. Wir sehen jetzt gleich also eine Slideshow von den einzelnen Bildern. Hier sind die Rocker eingelegt. Im Prinzip genau die Position, wo wir aufgehört haben. Die Nockenwellen sind auf diesem Bild jetzt schon drin und man sieht gleich ganz schön, worauf es also ankommt. Wir schauen uns das mal einfach als Rundumblick an. Der Motor ist da also schon abgesteckt soweit und wir sehen also, dass die Markierung der Nockenwellen mit der Steuerkette an den Nockenwellen soweit gegenüberstehen müssen beim Einlegen, damit man also den Motor vernünftig abstecken kann, wie hier zu sehen mit den Dornen. Anzugsdrehmomente für die Lagerkappen sind 10 Newtonmeter. Rundum nochmal, natürlich empfiehlt es sich gleich, einen neuen Riemen drauf zu machen. Das ist jetzt noch der alte, den haben wir dann im Nachgang noch erneuert, selbstverständlich. Und es empfiehlt sich natürlich auch gleich mal die Anlageflächen der Krümmer und so weiter zu polieren. Fahrerseite grüne Nockenwelle, Beifahrerseite kupferfarbene Nockenwelle, gleich natürlich alle Dichtringe mit neu machen, damit es also nicht zur Ölsiffer reinkommt, genauso wie hinten den Dichtring von der Vakuumpumpe. Schauen wir uns nochmal rundum. Das ganze Ding montiert an. Die Ventildeckel sind jetzt schon drauf soweit. Zahnriemen liegt noch nicht drauf. Das kommt aber gleich. Schauen wir uns nochmal rundherum an, wie das aussieht. Montiert. Für Leute, die Fragen haben, am besten pausieren, wo was hingehört. Und dann schmeißen wir das Ding mal ins Auto. Jo, drin ist er wieder. Ich habe leider dann aufgrund der Eile und der Fickrigkeit nicht mehr alles gefilmt. Also, wir haben damit aufgehört, dass wir den Motor zusammengebaut hatten auf dem Boden. Das Getriebe habe ich dann angeflanscht. Das habe ich schon einige Male erzählt, wie das geht mit dem Wandler und dem ganz Einschieben und den verschiedenen Stufen. Den ganzen anderen Kram außenrum haben wir auch wieder drin. Und dann haben wir das ganze Teil also reingeworfen und angeschlossen. Und es lief also mehr oder minder auf den ersten Dreh perfekt. Die Sachen, die nicht so ganz perfekt sind, sind, dass ich die Klopfsensoren noch tauschen will. Das geht ja zum Glück relativ einfach, indem man das Teil und die Ölkappe entfernt, dann kann man da ran. Zweite Sache, die nicht ganz so perfekt ist, ist, dass der Kabelbaum jetzt dem vierten oder fünften Mal ein- und ausbauen schon relativ zerfickt ist. Also hier die ganzen Isolierungen gebrochen sind und so, aber gut, ne? Ist ein altes Auto. Ansonsten läuft er gut. Wir haben hier keine Luft mehr im Kühlwasserdings, nur so das kleine bisschen Restchen hier. Ich glaube, das wird auch nie rausgehen, diese kleine Blase, die da drin ist. Aber wir haben also auch keinen Druck mehr, der so doll ist, dass die Schläuche nicht mehr zusammenzudrücken sind. Wir haben auch keine Luft mehr in den Schläuchen, soweit ich das sehen konnte. Sieht also ganz gut aus. Ja, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Die ganze Aktion hat knapp 1000 Euro gekostet mit allem drum und dran, wie es halt nun mal beim Discovery so ist. Das geht relativ schnell. Ich habe noch diverse Teile überbehalten, unter anderem einen guten bearbeiteten Block, das heißt, die Lagergasse wurde komplett neu gebohrt, gemessen und so weiter.
Zylinderlaufbahn gemessen, nachgehont, Pleuel und so einen ganzen Kram habe ich noch über. Drüben liegt noch eine brauchbare Kurbelwelle. Wenn jemand Interesse am Block hat, dazu gehören übrigens auch zwei bearbeitete gute Köpfe, Krümmer und so ein Kram, der kann sich gerne bei mir melden. Kurbelwelle kann man auch drüber reden, das ist alles nicht das Thema. Ja, und dann die immer wiederkehrende Frage, wie sieht es mit den Drehmomenten aus? Das beantworte ich jetzt einfach folgendermaßen. Ich habe die Listen hier ausgelegt. Ich gehe jetzt gleich langsam Schritt für Schritt darüber und ihr könnt euch das einfach, wenn ihr was braucht, entsprechend das Video pausieren. Eine Sache hierzu noch, das sind Dekanewton, die müsst ihr mal 0,9 irgendwas nehmen, also rund mal 10. Ansonsten sind die Informationen auch alle frei erhältlich im Netz. Ich quatsche, während ich euch das zeige, mal so ein bisschen weiter. Wir haben also abschließend jetzt im Prinzip die Zylinderkopfdichtung gemacht. Oder das war der auslösende Faktor, warum das ganze Ding nach draußen gewandert ist. Und bei den Zylinderkopfdichtungen machen hat sich also herausgestellt, dass die Kolben gerissen sind. Wieso, weshalb, warum, kann ich jetzt noch nicht so hundertprozentig klar ausdrücken. Ich gehe davon aus, dass der also vorher schon so ein bisschen abgeblasen hat und die Zylinderköpfe mit Luft gefüllt hat, dass dort also die Kühlung nicht mehr einwandfrei war und es dann also dazu kam, dass der oben überhitzt ist und dann entsprechend die Kolben thermisch überlastet waren. Es kann natürlich auch sein, dass der zu wenig Kompression gehabt hat. Laut MS Motorenservice ist es so, dass Motoren mit wenig Kompression oder Kompressionsverlust dazu neigen, auch Kolbenrisse zu entwickeln, ist im Prinzip eine lokale Überhitzung der Kolbenmulde. So, da 4 oder 5 von 6 Kolben gerissen waren, gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass es an den Düsen liegt, denn die Werte werden regelmäßig ausgelesen, bei jedem Ölwechsel sind einwandfrei. Es wird also vermutlich woanders angelegen haben. Was werden wir jetzt nicht schlussendlich sagen können? Ich werde zur Vorsicht noch die Klopfsensoren tauschen, falls es daran gelegen haben sollte, aber ich glaube das fast nicht. Ja, ansonsten haben wir dann natürlich auch festgestellt, dass nach knapp 50.000 Kilometer, also die schönen neuen King-Lager an den Pleuel, auch wieder beschädigt sind. Das heißt beschädigt, die sind nicht ausgelaufen, aber die sind halt schon eingelaufen oder abgenutzt etwas. Die haben wir also auch neu gemacht. Dem Arbeitszug dann natürlich auch gleich die Hauptlager, weil die Kurbelwelle draußen war. Sowie die Schrauben, die gibt es über Tesca-Parts. Die seitlichen Schrauben gibt es leider nicht mehr. Und das ganze Kladderadatsch außenrum mit Shit-Parts und so weiter. Aber das ist eine Story, die ich euch wahrscheinlich schon ausgiebig genug erzählt habe. Ansonsten, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob ich mich nicht vom Discovery 3 trennen werde, aus diesen vielen Gründen. Ich habe jetzt gerade alles durchrepariert. Das heißt, das Getriebe, das Verteilgetriebe, den Motor, den Kühler, die Kühler, Entschuldigung. Der Innenraum ist halbwegs brauchbar. Also eventuell werde ich mich von der Kutsche doch verabschieden wollen. Das Fahrwerk wurde gemacht, hat jetzt 375.000 Kilometer drauf. Sollte aber bei den ganzen gemachten Arbeiten eigentlich relativ Wurst sein. Das Auto funktioniert soweit fehlerfrei, der Fehlerspeicher ist leer, außer die Standheizung, die immer wieder so ein bisschen Ärger macht. Standheizung, Zuheizer natürlich. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Brennerkammer tauschen. Ansonsten, wenn ich ihn behalten sollte, werden wir es auf jeden Fall so machen, dass wir ihn dann doch ganzjährig anmelden werden. Dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, was wir ansonsten mit dem Ding machen. Karosseriemäßig ist der ja soweit tipptopp in Schuss. So wie ich das beurteilen kann, natürlich bei so einer Laufleistung gibt es immer wieder so Kleinigkeiten. Die Tür wurde mal nachlackiert. Da sieht man also hier, dass der Kladderadatsch nicht so hundertprozentig ist. Ansonsten ist der Wagen relativ gut ausgestattet, hat die schwere Anhängerkupplung, 3,5 Tonnen. Hat Rückfahrzusatzscheinwerfer in ordentlicher Lichtqualität, hat die SE-Ausstattung und ja, vom Plünn halt, ne? Das, was du halt brauchst. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch für dieses etwas unkonventionelle Video, was so ein bisschen anders war als die typischen Sachen, die ihr von mir gewohnt seid. Wenn euch sowas gefällt, lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch und natürlich auch gerne ein Abo. Ich hoffe, dass ich euch in naher Zukunft von dem Ding erstmal nicht mehr so viel präsentieren muss. Denn immer wenn ich ein Video hochlade, was Discovery 3 benannt ist, liegt es nicht daran, dass ich Bock drauf hatte, das zu machen, sondern daran, dass der Gute kaputt war. So viel zum Thema die Kaufberatung, die ich gemacht habe. Das ist alles Blödsinn. Die ist schon korrekt. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen die Angst nehmen können vor Motoreninstandsetzung. Denn was Menschen zusammenbauen, kriegen Menschen auch repariert. Und so Motorentechnik ist eigentlich kein Hexenwerk. Von daher, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bis bald oder auch vielleicht hoffentlich nicht bis bald. Vielleicht mit einem anderen schönen Thema zum Thema Golf. Mal gucken, was so kommt. Bis dann, Rainer und tschüss.